Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Herzlich willkommen zum Topspiel der Gruppe B zwischen England und Russland hier in Frankreich bei der EM. Mehr geht fast schon gar nicht als so ein Topspiel. Die zwei Top-Favoriten auf den Gruppensieg treffen heute aufeinander. Wales will da natürlich auch noch reinstoßen, aber die wirklichen Top-Favoriten sind halt England und Russland. Und jetzt werden wir gleich erstmal die Nationalhymnen hören. Beider Mannschaften. Zuerst die englische. So, kommen wir zur russischen Nationalhymne. Das war die englische in Kurzfassung heute. Haben nicht viel Zeit. Und das war die russische. Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Zuerst die von England. Hart im Tor, Klein, Cahill, Smalling, Rose, Henderson, Dier, Welbeck, Lallana, Rooney und Harry Kane vorne drin. Und jetzt die von den Russen. Da sehen wir schon Zirkov zum Beispiel. Bei den Russen Akinfeev, Kuzmin, Bere, Zutski, Ignashevich, Zirkov, Denisov, Zagovesh, Samedov und die anderen. Da kommen wir während des Spiels drauf, dafür war gerade keine Zeit mehr. Chiyoba zum Beispiel, ne? Eieiei. Die haben natürlich alle wieder so Zungenbrechernamen, wo man sich wieder denkt, oh Gott, ich hätte mir die Namen vorher 100 Mal anhören müssen. Der Schiedsrichter ist ein Pole. Szymon Marciniak. Hoffentlich ist er auch unparteiisch. Aber das sollten Schiedsrichter ja in der Regel sein. Besonders wenn sie mit keinem der beiden Länder wirklich Verbindungen pflegen. Jetzt hier der Anschluss erfolgt von den Russen. Das Spiel läuft. Das zweite Gruppenspiel der Gruppe B. Das erste war ja zwischen Wales und der Slowakei. Ging laut der FIFA-Prognose zumindest 0:0 aus. Jetzt hier das erste Foul auch schon. Frühes Foul der Engländer und auch die frühe gelbe Karte da für die Nummer 4 der Engländer, für Dier. Das ist natürlich dann so eine Sache, wenn man so früh so eine gelbe Karte kassiert, das ist gefährlich. Besonders gefährlich ist jetzt aber auch, dass ein Freistoß aus gefährlicher Position kommt, schätzungsweise 25 Meter. Nicht ganz wahrscheinlich sogar. Vielleicht kriegen wir es gleich angezeigt. In der Grafik. Chagoyev wird den Freistoß schießen. Da wird natürlich auch nochmal die Mauer gerichtet und das Freistoßspray kommt raus, meine Freunde. Was heute mal unsichtbar ist. Scheinbar ist die Flasche leer. Aber passt schon. Jetzt der Freistoß. Chagoyev mit dem Freistoß, oder? Macht's doch wer anders? Ne, es macht Chagoyev und oh, da muss Hart das erste Mal eingreifen in der 6. Spielminute. Das war ein strammer Schuss. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, der hat sich so ein bisschen zum Keeper dann noch hingezogen. Ich glaube, da ist ein Magnet im Ball und in den Torwandhandschuhen. Man weiß es nicht. Jetzt aber auch direkt die erste Ecke für die Russen. Die geben direkt Gas, wollen von Anfang an natürlich... Wollen es von Anfang an natürlich wissen. Jetzt hier erstmal Hart, aber mit dem Ball problemlos abgefangen natürlich. Aber die Russen bleiben dran. Mit Chagoyev. Aber der mit dem Fehlpass. Jetzt vielleicht mal die Engländer. Über Danny Welbeck auf Klein. Der gute Seitenwechsel. Der bringt da dir ein bisschen in Bedrängnis. Und der hat ja schon gelb. Welbeck probiert es hier durch Schnelligkeit. Aber da haben die Russen aufgepasst. Jetzt Kuzmin. Auf Samedov.
Weiter zu Kusmin. Der mit der Flanke. Oh, da kommt keiner dran. Das gibt Einwurf für die Engländer. Oder? Nein, da war jemand dran. Da war ein Engländer scheinbar dran. Einwurf für die Russen, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so spontan. Aber okay. Denisov jetzt hier am Ball. Geht am ersten vorbei. Geht am zweiten vorbei. Dann ist der erste aber wieder dran. Und kann den Ball dann erstmal nach vorne weghauen. Wieder Einwurf für die Russen. Denisov am Ball. Mamaev. Jetzt der Kopfball vielleicht. Nein. Der geht nicht aufs Tor, weil ein Engländer dazwischen war. Ecke für Russland. Erneut die zweite Ecke schon. Die geben mir direkt richtig Gas. England bisher mit keinem wirklichen Befreiungsschlag. Und auch keinem einzigen Angriff oder so. Die Engländer hier quasi in der eigenen Hälfte festgeschürt. Jetzt hier die Kopfballchance, aber der geht meilenweit am Tor vorbei. Hier sehen wir nochmal Erik Dier. Zweikämpfe 0 gewonnen, Fouls 1. Hier sehen wir auch nochmal das Foul. Ja, da kann man schon über die gelbe Karte nachdenken. Der Ball war da nicht im Spiel. Von daher, ja, ist die gelbe wahrscheinlich sogar gerechtfertigt. Aber das halt so früh, ne? Das ist halt bitter für die Engländer. Dass so einer der Defensivmänner so früh eine gelbe Karte kassiert. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Und jetzt probieren es die Russen wieder. Wie wird's bei Werner heißen? Edgar, die Russen kommen! Und ja, die kamen auch, aber jetzt erstmal die Engländer. Vielleicht mit dem ersten ernstzunehmenden Angriff. Aber dann kommt da so ein Fehlpass, meine Freunde. Das ist dann natürlich, ja, ein leicht hergeschenkter Ball. Da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen besser agieren. Aber man kennt es ja selber, wenn man Fußball gespielt hat. Manchmal sieht man die Lücke und dann ist die Lücke plötzlich zu. Und dann kommt am Fuß der Gegner dazwischen. Und dann ist der Ballverlust ganz schnell da. Jetzt wollen es die Russen ja auch mal mit ein paar Tricks wissen. Der gute Ball auf Mamaev. Mamaev mit dem Ball in die Mitte. Und dann, ja, die Nachschusschance. Ich weiß nicht, was der Russe sich dabei gedacht hat, die Nummer 10 der Russen. Dachte sich wahrscheinlich, oh, hau ich einfach mal volle Kanne drauf. Mal gucken, ob ich das Auto auf dem Parkplatz treffe. Keine Ahnung, ob es auch wirklich getroffen wurde. 25. Spielminute. Immer noch 0:0 zwischen England und Russland. Wobei man sagen muss, dass Russland eher das Spiel macht bisher. England kann eigentlich nur reagieren und nicht wirklich agieren. Das ist immer so ein bisschen das Problem dann. Und die Russen, ihr seht hier die Passstaffette, haben da eigentlich alles im Griff. Werden dann halt immer kurz vor dem 16er gestört. Aber halt auch erst kurz vorher. Wenn überhaupt. Jetzt hier Denisov mal. Auf Samedov, der kann sich da durchsetzen. Samedov steckt durch. Aber dann in letzter Sekunde noch geklärt. Zirkov jetzt auf Mamaev. Wieder Zirkov. Auf Shagoev. Und dann liegt ein Spieler verletzt am Ball. Am Boden. Nicht am Ball. Ah, da hat er sich dabei verletzt. War aber fair, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was er verletzt hat. Muss sogar ausgewechselt werden, Schiuber. Dafür kommt Kertschakov rein. Neu im Spiel. Der erste Wechsel schon bei den Russen verletzungsbedingt. Das ist natürlich sehr bitter. Und da gibt es dann natürlich die faire Zurückgabe der Engländer, weil die Russen ja im Ballbesitz waren. Auch wenn ich mich dabei immer frage, oh Gott, jetzt gibt's sogar Ecke. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Bin gespannt, ob die Engländer jetzt wirklich Fairplay machen. Ich frage mich halt dabei immer, der Ball war ja da hinten im Spiel. Und jetzt wird der Ball komplett nach vorne geprescht. Wäre das nicht wirklich Fairplay, würde man einfach sagen, ich bleib beim hohen Ball einfach weg. Das wäre halt wirkliches Fairplay, meiner Meinung nach. Aber naja, jetzt erstmal die Ecke. Und das war auch eher eine Zurückgabe. Ist schon Fairplay gewesen, würde ich sagen. Jetzt hier die Konterchance für die Russen. Weil mit der Zurückgabe haben einige Engländer nicht gerechnet. Die dachten, oh, wir machen ernst weiter.
Aber bisher wurde die Konterchance auch nicht genutzt. Also die Engländer jetzt wieder gut gestaffelt, können da sogar den Einwurf jetzt mit ein bisschen Glück gewinnen. Oh Mann, oh Mann. Jetzt vielleicht mal die Engländer mit dem Angriff. Über Rooney auf Kane. Kane jetzt auf Rose. Rose will auf Welbeck durch, aber so schnell ist er auch nicht. Da gibt's noch einen Einwurf. Das war auch das höchste der Gefühle, was die Engländer da rausholen konnten. Dann geht aber jetzt eh weit nach hinten auf Rose wieder zurück. Der auf dir. Hat der gar nicht gelb gekriegt? Wer hat denn gelb gekriegt von denen? Da hat doch vorhin einer gelb gekriegt, oder? Gelb wurde gerade nicht angezeigt. Cahill jetzt am Ball. Auf Rooney. Vielleicht ist das auch nur ein Anzeigefehler, dass gelb nicht angezeigt wird. Aber meiner Meinung nach hatte er gelb. Jetzt vielleicht mal die Engländer. Mit Welbeck. Hat jetzt hier ein bisschen Platz. Flankt. Kopfball an den Pfosten. Nachschusschance abgeblockt. Oh Mann, oh Mann. Was soll man da sagen, Freunde? Da kommen sie mal nach vorne und hauen da direkt einen Kopfball an den Pfosten. Die bisher einzige wirkliche Chance der Engländer. Die Russen hatten ja auch den Freistoß, der gar nicht so schlecht war. 3 Minuten Nachspielzeit gibt's hier übrigens. Verletzungsbedingt natürlich eine kleine Unterbrechung dabei gewesen. 3 Minuten sind, denke ich, gerechtfertigt. Jetzt vielleicht nochmal die... Kommt auch ran. Auf Mama F. Der muss jetzt irgendwie in die Mitte kommen, schafft es nicht. Dann wird der Schiedsrichter jetzt gleich zur Pause bitten. Das tut er auch in diesem Moment. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal die besten Chancen nochmal an. Die Spieler natürlich jetzt schon ausgeloggt. Bei den sommerlichen Temperaturen hier in Frankreich ist es völlig normal. England gegen Russland, 0:0 zur Halbzeit. War halt leider nicht mehr drin. Auch wenn natürlich die Schüsse und jetzt der Kopfball auch am Ende nochmal krass waren. Wir werden jetzt nochmal die besten Chancen sehen. Wahrscheinlich wird auch der Kopfball dabei gewesen sein. Aber natürlich auch der Freistoß und das Foul vor dem Freistoß. Der Anschluss erfolgte und schon kurz danach kam mir das Foul der Nummer 4. Wenn man sagen muss, mit den Füßen trifft er ihn gar nicht, sondern er mit dem Rücken. Die gelbe Karte gab es auch, da sehen wir es nochmal. Die Nummer 4, Dier hieß er, weiß gar nicht, was da los war. Und dann den Freistoß haben wir jetzt nicht gesehen, obwohl er gefährlich war. Nur die Kopfballchance, die dann an den Pfosten ging. Und dann steht's 0:0 zur Halbzeit. Meine Verbindung zu den EA-Servern wurde unterbrochen, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir gehen in Halbzeit 2. Wir haben die Statistik jetzt auch gar nicht angeguckt, weil ich so verwirrt war durch dieses... Deine Verbindung wurde unterbrochen. Oh Mann, ja egal. Wow, ist am Ball. Die Engländer haben den Ball schon wieder ins Spiel gebracht. Cahill. Henderson. Lallana. Klein. Wieder Lallana. Rooney. Weiter auf Kane. Kane mit dem Schuss. Aber knapp am Tor vorbei. Da gibt's aber, glaube ich, eine Ecke, oder? War da noch ein Fuß dran? Oh, da war noch das Knie dran. Von der Nummer 4 der Russen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da sind jetzt auch 2 Bälle auf dem Spielfeld, bis Welbeck den dann mal raushaut da. Henderson jetzt mit der Ecke. Vielleicht geht da jetzt was. Henderson weit auf Kane! Kane! Knapp übers Gehäuse. Dann gibt es aber die nächste Ecke. Da war scheinbar noch ein Russe dran. Eieiei. Nächste Ecke. Wieder bringt Henderson den Ball in die Mitte. Die Flanke kommt nicht schlecht! An die Latte! Der Ball ist drin! War denn wirklich drin? Das müssen wir nochmal sehen. Der Schiedsrichter gibt das Tor auf jeden Fall. Aber dafür ist ja die Torlinientechnologie da. Die Torlinientechnik sagt, es ist ein Tor, meine Freunde. Oh Mann, da hätten wir fast... ein neues Wembley-Tor gehabt wahrscheinlich. Aber der Ball war klein hinter der Linie. Sieht man da auch ganz klar in der Wiederholung. Oh Mann. Gut, dass es die Torlinientechnik gibt und dass die Regie hier auch direkt mal nachgefragt hat, wie sieht's denn aus.
Ich meine, bei so umstrittenen Entscheidungen in der Schnelle hätte ich das jetzt auch nicht erkannt, ob der Ball drin war oder nicht. Da freuen sich die Engländer natürlich, dass Erik Dier überhaupt noch auf dem Feld ist und nur gelb gekriegt hat in der 5. Spielminute. Und deswegen steht es jetzt 1-0 für England gegen Russland. Der Top-Favorit führt, würde ich so erstmal sagen, auch wenn die Russen bisher eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben und das komplett im Griff hatten, aber jetzt nach der Halbzeit hat scheinbar der Trainer der Engländer die Engländer mal ein bisschen wachgerüttelt. Und mit ein bisschen meine ich krass wachgerüttelt, weil das ist ja schon scheinbar komplett anders gewesen bisher, das Spiel. Aber jetzt halt die Russen wieder. Hier kommt Kuzmin. Kuzmin könnte jetzt flanken. Kommt aber nicht an Danny Welbeck vorbei. Der auf hart zurück. Cahill. Lallana. Rose. Weiter zu Smalling. Auf Cahill. Jetzt die Engländer auch direkt ein bisschen besser im Spiel, hat man so das Gefühl, die Pässe kommen an. Man haut ihn nicht mehr sinnlos nach vorne. Jetzt vielleicht Welbeck mit dem Ballverlust, ja. Aber das war auch eigentlich mit Plan. Man ist nicht mehr so zugeschnürt. Na, jetzt wollen die Russen natürlich wieder Druck aufbauen. Mit Samedov. Kuzmin. Hätte jetzt hier die Seite wechseln können. Probiert's da aber dann nochmal über seine Seite. Jetzt vielleicht. Kertschakow. Auf Mamaev. Der auf Zirkov. Zirkov geht jetzt mal Richtung 16er. Schuss! Aber am Tor vorbei. Das war keine wirkliche Gefahr da von Zirkov. Und jetzt die ersten Wechsel hier. Die Nummer 14. Theo Welcutt kommt neu ins Spiel für Danny Welbeck. Der das Feld hier früh verlässt. Hat ein paar Sprints gemacht. Ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt. Und Theo Welcutt soll jetzt hier mal ein bisschen frischen Dampf ins Spiel bringen. Auf der linken Seite. Jetzt hart mit dem Abstoß. Natürlich bringt der Wechsel auch immer ein bisschen Zeit. Die Engländer können die Zeit jetzt natürlich auch gut gebrauchen, gar keine Frage. Jetzt hier die Russen erstmal wieder im Ballbesitz mit Kuzmin. Denisov. Mamaev. Kuzmin. Der Neustädter spielt heute gar nicht bisher. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder einfach nicht spielen soll laut dem Trainer. Man weiß es nicht. Wurde ja für den russischen Nationalkader berufen. Roman Neustädter. Jetzt hier die Flanke, Kopfball, aber am Tor vorbei. Es gibt aber Ecke, weil da ein Engländer den Ball zuletzt geklärt hat. Der nächste Wechsel jetzt hier, wieder auf Seiten der Engländer. Harry Kane verlässt das Feld und Jamie Vardy kommt neu ins Spiel. Vardy ja eine der Entdeckungen der Saison, kann man so ein bisschen sagen, von Leicester City. Hat jetzt auch angeblich eine Ausstiegsklausel im Vertrag und wird von anderen englischen Clubs gejagt. Arsenal soll dran sein. Man U ist wahrscheinlich auch immer mal wieder dran. Ah, ja, ja. Jetzt ja aber kein Problem für Art, den Ball abzufangen. Nach der Ecke. Jetzt lässt es auch erstmal langsam angehen. Haut den Ball dann doch weit nach vorne. Vardy kann sich da aber durchsetzen. Rooney jetzt am Ball. Lallana. Lallana geht jetzt einfach mal nach vorne durch. Damit hat kaum ein anderer Engländer gerechnet, aber Vardy ist da. Aber er kommt nicht an den Ball, weil Akinfeev kann den Ball problemlos abfangen und den jetzt weit nach vorne hauen, wo die Russen ihn aber nicht verarbeiten können. Jetzt wieder die Engländer im Ballbesitz mit Rose. Auf Smalling. Weiter zu dir. Cahill. Ah, der Ball kommt nicht durch. Akinfeev jetzt für die Russen im Ballbesitz. Kuzmin auf Samedov zu Ignashevich, Zirkov. Jetzt muss man
Angriff her, weil es sind nur noch etwas weniger als 12 Minuten plus Nachspielzeit. Da muss für die Russen natürlich noch ein bisschen was drin sein hier. Jetzt probieren sie es mit dem Ball nach vorne, aber das ist gescheitert, würde ich sagen. Gnadenlos gescheitert. Jetzt hier mal Welkert mit dem Sprint, läuft aber seinem eigenen Mann in die Hacken. Da gibt es sogar noch einen Freistoß dafür. Keiner weiß warum. Und jetzt die nächsten Wechsel. Die Russen wechseln auch mal. Smolov kommt neu ins Spiel für Mamaev. Mamaev verlässt den Platz. Und Smolov dafür neu im Spiel. Und die Engländer wechseln aber nicht. Mamaev ist aber ganz schön vom Platz geschlichen. Da kann der Trainer nicht zufrieden sein. Da muss man ein bisschen schneller agieren. Besonders wenn man 1-0 hinten liegt gegen die Engländer hier. Und nur noch etwas weniger als 8 Minuten auf der Uhr sind. Der Schiedsrichter bringt sich hier auch wieder in Position. Der Ball rollt wieder. Welkert jetzt hier. Mit dem Sprint. Gegen Smolov, gegen den Neuen. Flanke kommt an, aber kommt nur an bei Akinfeev. Und nicht bei irgendeinem Engländer. Der weiß jetzt auch nicht so wirklich wohin, aber die Russen erstmal noch im Ballbesitz. Jetzt ist der Ball wieder weg. Aber auch direkt wieder erobert. Jetzt brauchen die Russen vielleicht noch irgendeine Idee nach vorne. Vielleicht jetzt? Nein, da hat Joe Hart aufgepasst. Der englische Top-Torhüter. Ich glaube, man konnte sich in den letzten Jahren noch nie so auf einen Torhüter bei den Engländern verlassen wie auf Joe Hart. Das ist natürlich so eine Sache. Auch wenn er natürlich auch immer noch den einen oder anderen Fehler drin hat. Lallana jetzt erstmal hier über außen. Die Russen stehen jetzt natürlich relativ offen. Da kommt Kane nicht hin. Aber Welkert behält den Ball erstmal im Spiel. Die Uhr läuft weiter. Akinfeev kann den Ball da problemlos abfangen. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Jetzt müssen die Russen nochmal irgendwie agieren. Aber wieder die Engländer dazwischen. Und Welkert weiß jetzt natürlich, er hat Zeit. Alle Zeit der Welt. Da muss der Freistoß vielleicht auch mal schnell ausgeführt werden jetzt. Wobei Welkert da natürlich noch ein bisschen Zeit rausholen will. Paar Diskussionen noch anstoßen will. Dies, das. Das ist ja jetzt normal für die Engländer. Die führen 1-0 kurz vor Schluss. Da will man das 1-0 dann auch irgendwie über die Runden bringen. Ist egal wie. Und die Russen müssen jetzt den Ball nach vorne hauen. Das tun sie auch. Ah, der Ball ist zu weit. Den bekommt keiner. Außer Joe Hart. Aber der Schiedsrichter denkt sich, nö, auch der bekommt ihn nicht mehr. Abpfiff hier. England gewinnt laut der FIFA-Prognose 1-0 gegen Russland. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.